Bevor das ganze Video hier beginnt, will ich sagen, ich bin kein Chemikant oder Taucher oder sonst was. Ich habe alle Angaben aus dem Internet bzw. mit meinem Kollegen selber erarbeitet. Also, wenn irgendwelche Angaben nicht stimmen oder ich mich vertan haben sollte, können wir gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Jo, es geht ab, hier ist euer Matthias und ich habe mir gedacht, heute testen wir doch mal gemeinsam die künstlichen Kiemen. Bevor das hier losgeht, falls ich mich ab und zu mal komisch anhöre, stört euch nicht dran, ich bin noch erkältet, wollt das Video aber jetzt unbedingt online stellen. Ja, es geht heute um die künstlichen Kiemen, die haben sich ja leider, so wie es im Internet stand, als Fake herausgestellt. Ich wollte aber trotzdem wissen, welche Voraussetzungen es haben muss, damit das Ganze funktioniert. Also bin ich zu einem Kumpel gefahren, wir haben einen Versuch aufgebaut und das Ganze mal getestet, aber nicht so, wie die Kiemen eigentlich funktionieren sollten. Laut Angaben sollen die Kiemen so funktionieren wie Fischkiemen, also den physikalisch gebundenen Sauerstoff, also ganz, ganz kleine Sauerstoffblasen aus dem Wasser filtern können. Es haben mir unzählige Personen unter mein Video geschrieben, dass das nicht funktionieren kann, dass man eine viel zu große Literanzahl durch die Kiemen jagen muss, um überhaupt für einen Atemzug Luft zu kriegen, also Sauerstoff zu kriegen. Daher haben mein Kumpel und ich uns andere Methoden gesucht und haben auch ein paar gefunden. Zum Beispiel könnte man versuchen, den chemisch gebundenen Sauerstoff vom Wasserstoff zu trennen. Also man spaltet quasi das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Dazu haben wir dann auch mehrere Methoden gefunden. Zum Beispiel könnte man das Wasser auf über 6000 Grad erhitzen und somit die beiden Elemente bekommen. Das erscheint aber ein bisschen unpraktisch, wenn man das Teil vorm Mund hat oder im Mund hat. Dann wird das auch noch gehen mit Ultraschall, also dass man das Wasser so stark zum Schwingen bringt, dass sich die Elemente auch aufteilen, ist aber auch nicht so geeignet. Das, was für uns am logischsten war in Bezug auf die künstlichen Kiemen, war die Elektrolyse. Also wir haben einen kleinen Elektrolyseversuch gemacht, den Aufbau und wie das Ganze abläuft, werde ich euch dann jetzt gleich erklären, ihr seht es aber im Hintergrund schon. Zu den beiden Elementen, die man dann filtern würde, kann ich jetzt nur sagen, der Wasserstoff ist eigentlich ungiftig, wenn er nicht in einer so großen Konzentration vorhanden ist, dass nicht mehr genug Sauerstoff vorhanden ist. Beziehungsweise Luft, die wir zum Atmen brauchen. Zudem ist der Wasserstoff leichter als unsere Umgebungsluft, beziehungsweise hochentzündlich, wenn man ihn mit Sauerstoff mischt. Das heißt, man würde, wenn die künstlichen Kiemen so funktionieren würden, ein hochexplosives Gas atmen, was auch nicht gerade berauschend ist, finde ich. Der Sauerstoff hingegen ist ungiftig, außer bei einem größeren Druck. Das heißt, ab einer Tiefe von 6 Metern kann er toxisch werden. Zudem ist er schwerer als unsere Umgebungsluft. Ich lasse jetzt aber auch noch mal den Goro zu Wort kommen. Diesen Dampf da rauskriegen. So. Ja, Hintergrund ist, dass wir halt kein richtiges Laborequipment haben, kein Becherglas oder sowas oder kein Messzylinder. Deswegen müssen wir jetzt, um hinterher herauszufinden, wie viel, was für ein Volumen wir an Gas erzeugt haben, müssen wir jetzt mal eine kleine Skala an der Sektglas dran machen. Da wir wissen, dass 1 Milliliter Wasser 1 Gramm wiegt, können wir da jetzt einfach mal Wasser reinkippen und eine kleine Skala immer dran machen. So, würde ich sagen, machen wir 5 Milliliter, also 5 Gramm. Seh nix. 4. 4. Das war schon zu viel, ne? 6. Es kommt hier nicht auf die Zehntel an. Also wir wollen natürlich, wie schon gesagt, die beiden Gase auffangen und wollen natürlich messen, wie viel Gas wir produziert haben, bei welchem Stromverbrauch und in welcher Zeit. Als Auffangbehälter, wie ihr seht, dienen uns zwei Sektgläser, die wir dann markiert haben mit 5 Milliliter, 10 Milliliter, 20 Milliliter und 50 Milliliter. Wobei wir doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff produzieren werden. Als dann nach stundenlanger Vorbereitung der ganze Versuchsaufbau stand, sah das Ding so aus. Und zwar haben wir den Behälter mit Wasser und haben die Gläser kopfüber in das Wasser gestülpt, haben dann mit einem Schlauch die Luft da rausgesaugt, damit wirklich nur Wasser in den Gläsern ist. Und wir haben links die Kathode, also den negativen Pol, wo sich der Wasserstoff sammeln wird, und rechts die Anode, wo sich dann der Sauerstoff sammeln wird, also der Pluspol. Wir haben das Ganze dann eine Stunde laufen lassen bei 30 Volt und 60 Milliampere, haben aber nur minimal Gas erzeugt und haben dann noch etwas Salz in den Behälter getan, um das Ganze zu beschleunigen. Danach haben wir das noch eine halbe Stunde laufen lassen, wobei die Milliamperezahl auf 180 gestiegen ist, also das Dreifache. Und wir haben fast doppelt so viel Gas erzeugt wie in der Stunde vorher.
So, zum Schluss haben wir dann ausgerechnet, wie viel Amperestunden wir insgesamt verbraucht haben, und das waren 4,3. Zum Vergleich für euch, ein großer Handyakku, wie zum Beispiel von einem Samsung Galaxy Note, hat 3,5 Amperestunden. Und damit haben wir insgesamt ca. 10 Milliliter Sauerstoff hergestellt. Wir haben dann zusätzlich noch ein bisschen gegoogelt und haben eine Powerbank gefunden, die 20 Amperestunden hat. Damit könnte man dann ca. 40 Milliliter Sauerstoff herstellen. Natürlich ist dafür jetzt noch interessant, wie viel Luft ein Mensch pro Minute atmet, und das sind 20 Liter. Dadurch, dass unsere Luft aber nicht nur aus Sauerstoff besteht, haben wir nachgeguckt und es sind 4,2 Liter Sauerstoff pro Minute, die wir atmen. Wir sind zudem davon ausgegangen, dass man mit dem Teil 30 Minuten tauchen kann am Stück. Das heißt, wir brauchen 126 Liter Sauerstoff in 30 Minuten. Zum Schluss haben wir dann noch die 126 Liter Sauerstoff, die wir pro 30 Minuten brauchen, durch unsere 40 Milliliter geteilt. Und sind dabei auf 3150 gekommen. Das ist die Anzahl von Powerbanks mit 20 Amperestunden, die man bräuchte, um 30 Minuten unter Wasser zu bleiben. Also anders gesagt, man braucht 3150 ziemlich große Powerbanks, um 30 Minuten mit den künstlichen Kiemen mit einem Elektrolyseverfahren tauchen zu können. Also, Fazit des Ganzen: Ich bin enttäuscht, dass es so, wie es im Internet angegeben ist, nicht funktionieren kann. Dennoch finde ich die Idee richtig nice und einfach bosshaft, und ich bin mir sicher, dass täglich in dem Gebiet weiter geforscht wird, und ich bin gespannt, was in der Zukunft noch so auf uns zukommen wird. Im Hintergrund seht ihr übrigens gerade, wie wir versucht haben, den Wasserstoff aus dem Glas zu ziehen und anzuzünden. Leider hat das nicht ganz so funktioniert. Ich will mich jetzt zum Schluss aber noch beim Goro bedanken für die ganze Mühe, Arbeit und den Zeitaufwand. Wir haben nämlich einen ganzen Tag gebraucht, um erstmal das Equip zusammenzusuchen, unsere Kameraeinstellung zu finden und alles aufzubauen. Natürlich will ich mich auch noch bei euch bedanken fürs Zugucken, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr gut informiert wurdet. Ich habe nämlich eine Menge dazugelernt. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ich öfter so Technik-Gadgets prüfen soll, sofern mir meine Mittel das erlauben, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich Bescheid, dass das gut angekommen ist und ich das öfter machen kann. Wer von euch zudem noch ein Abo da lassen möchte, der kann das gerne tun, darüber würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch jetzt noch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Haltet durch.